In diesem Video möchte ich die AFAM Fritzbox 7590 für Telekom Magenta zu Hause vorstellen. Die neue Fritzbox 7590 wurde jetzt im Herbst 2017 von AVM auf den Markt gebracht und ergänzt die älteren Modelle AFAM 7490 und 7580. Die Box unterstützt DSL und VDSL inklusive VDSL Vectoring mit bis zu 100 Mbit und jetzt sogar VDSL Super Vectoring mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde. Highspeed WLAN und Netzwerk sind integriert, sowie eine Telefonanlage für vorhandene analoge und ISDN-Endgeräte, sowie deckt Schnurlostelefone. Letztlich vereinigt die Box alles, was man zu Hause braucht. Zum Lieferumfang gehört der Router selbst mit dem Netz dafür die Stromversorgung. Da sind hier zwei etwa 4 Meter lange Anschlusskabel dabei. Das eine Kabel ist für den IP-basierten Telefonanschluss. Dann kommt dieser Stecker in die Telefondose und dieser in die Fritzbox. Wenn Sie noch einen analogen oder ISDN-Anschluss haben mit DSS-Splitter, dann wäre dieses Kabel zu verwenden. Das 1,5 Meter lange Netzwerkkabel können Sie nutzen, um Ihren Computer oder Laptop mit der Fritzbox zu verbinden. Zwei Telefonadapter sind noch mit dabei, von RJ11 Stecker auf TRE Buchse und von TRE Stecker auf RJ45 Buchse. Das Gerät kann nicht nur hingestellt werden, sondern ist auch für die Wandmontage geeignet. Besonderes Highlight der neuen Fritzbox 7590 ist das integrierte Highspeed WLAN. Der Hersteller AVM nennt es auch High-End WLAN mit bis zu 2533 Megabit pro Sekunde. Diese hohe Übertragungsgeschwindigkeit wird durch die Bündelung von WLAN AC und WLAN N in Verbindung mit der Multi-Antennen-Technologie erreicht, also Multi-User MIMO-Antennen-Technologie oder 4x4, vielleicht, falls Sie das schon mal gelesen haben. Über das WLAN AC im 5 GHz Band werden dabei 1733 Mbit pro Sekunde maximal erreicht und zusätzlich über WLAN N im 2,4 GHz Bereich nochmal 800 Mbit pro Sekunde. Vorteil der Multi-User MIMO Antennentechnologie ist gegenüber herkömmlichen WLAN-Routern, dass mehrere WLAN-Empfänger, also Smartphones oder andere Geräte, parallel mit Highspeed per Funk versorgt werden, während bisher immer die Daten nacheinander abgearbeitet wurden. Außerdem ist es auch möglich, wenn Ihr Endgerät das unterstützt, also zum Beispiel ein aktuelles Smartphone, dass dieses dann mehrere Datenströme parallel empfangen kann. An der Vorderseite der Fritzbox gibt es hier noch verschiedene Info-LED sowie drei Taster. Das WLAN lässt sich hier zum Beispiel ein- und ausschalten auf Knopfdruck. Mit der Phone- und Deck-Taste lassen sich Schnurlostelefone bequem anmelden. Und mit der Connect-WPS-Taste aktivieren Sie den WPS-Modus, um WLAN-Endgeräte schnell und sicher zu verbinden. Ein Gäste-WLAN kann ebenfalls aktiviert werden. Dieses ist getrennt von Ihrem persönlichen Heimnetzwerk. Das heißt, Ihre Gäste bekommen über den Telekom-Breitbandanschluss schnelles Internet, aber können nicht auf Ihre persönlichen Daten zugreifen. Der Vorgänger, die AFAM 7490, die auch mehrfach Testsieger bei verschiedenen Fachzeitschriften wurde, erreichte per WLAN nur 1300 Mbit pro Sekunde, weil er diese MIMO-Antennentechnologie fehlte. Außerdem unterstützte das Vorgängermodell noch kein VDSL Super Vectoring. Das Design hat sich hier verändert zum weißen, schlanken Design hin. Das überarbeitete Design hat auch gerade den German Design Award 2018 gewonnen. Neben schnellen WLAN unterstützt das Gerät natürlich auch schnelles LAN oder Netzwerk. Hier ist ein 4-fach Gigabit-Switch integriert. An der Rückseite befindet sich auch ein Gigabit-WAN-Port oder Uplink. Dort kann zum Beispiel ein Glasfasermodem angeschlossen werden. Wenn Sie normales DSL oder VDSL nutzen, dann gibt es hier diese Anschlussmöglichkeit dafür. Hier würde also das mitgelieferte Anschlusskabel angesteckt werden und bei einem IP-Anschluss kommt dann dieser Stecker direkt in Ihre Telefondose, ganz ohne Splitter. Falls Sie noch einen älteren Anschluss haben, dann müssten Sie diese Verkabelung hier nutzen. Das ist dann in der Anleitung erklärt. Die Fritzbox 7590 enthält auch eine Telefonanlage. Hier an der Seite kann ein analoges Endgerät mit TRE-Stecker angesteckt werden. Auf der Rückseite gibt es nochmal diese Phone 1, die dann parallel zu der seitlichen Buchse ist, falls Sie da diesen Western-Stecker nutzen möchten. Hier bei Phone 2 kann ein zweites analoges Endgerät wie Fax oder Telefon angeschlossen werden. Sollte dieses über einen TRE-Stecker verfügen, können Sie diesen mitgelieferten Adapter einstecken und haben dann ebenfalls hier diese TRE-Buchse. Auch eine interne ISDN-S0 ist vorhanden. Dort können Sie also vorhandene ISDN-Telefone oder eine ISDN-Telefonanlage anschließen. Wenn Sie Ihr Smartphone per WLAN mit der Fritzbox verbunden haben, dann können Sie mit der Fritz-App Phone auch über den Festnetzanschluss telefonieren, sind also über Ihre Festnetznummer erreichbar oder können abgehende Gespräche führen.
Zusätzlich enthält die Box auch eine integrierte DECT-Basisstation für bis zu 6 Schnurlustelefone. Sie können auch vorhandene Speedphones der Telekom verbinden mit den Standardfunktionen oder Sie entscheiden sich für die Fritz-Phone-Modelle, die ein paar mehr Funktionen unterstützen, wie zum Beispiel die direkte Steuerung des Anrufbeantworters, der ebenfalls in der Fritz-Box enthalten ist, sogar 5 davon. Aber Sie können sich die Nachrichten da natürlich auch per E-Mail zum Beispiel weiterleiten lassen. Der Hersteller AVM bietet auch zahlreiches Zubehör an, welches auch mit der Fritzbox 7790 kompatibel ist, zum Beispiel der Fritz-DECT-Repeater zur Erhöhung der Funkreichweite der integrierten DECT-Basisstation. Dann gibt es verschiedene Fritz-WLAN-Repeater, wie zum Beispiel dieses Modell 1750. Damit erhöhen Sie einfach die Reichweite des WLANs in Ihrem Haus. Wenn WLAN an die Grenzen kommt, zum Beispiel durch Stahlbetondecken, gibt es hier diese Powerline-Lösung, wo das Netzwerk über die Stromleitung verteilt werden kann. Das Gerät verfügt auch über zwei USB 3.0 Schnittstellen, einmal an der Seite und einmal an der Rückseite. Hier kann zum Beispiel ein USB-Drucker angeschlossen werden, der dann gemeinsam im Netzwerk genutzt werden kann, oder ein USB-Speicherstick oder eine USB-Festplatte. Auch diese können dann von überall in Ihrem Heimnetzwerk genutzt werden. Die Fritzbox ist natürlich auch DLNA-fähig. Wenn Sie also ein DLNA-fähiges Wiedergabegerät, wie zum Beispiel einen Fernseher haben, dann können Sie Fotos, Videos und Musik der Festplatte direkt am TV-Gerät abspielen. Die AVM Fritzbox 7790 ist vollständig kompatibel mit einem Telekom DSL, VDSL oder Glasfaseranschluss. Natürlich unterstützt diese auch die Nutzung von Entertain TV, dem Fernsehen der Deutschen Telekom, in Verbindung mit einem Media Receiver. Telekom Festnetz Neukunden, die ihren Magenta zu Hause Vertrag über uns als autorisierten Telekom Internetvertriebspartner abschließen, erhalten die AVM Fritzbox 7790 zum exklusiven Vorteilspreis. Das Gerät geht dabei in Ihr Eigentum über, muss also nach Ende der Mindestvertragslaufzeit auch nicht zurückgesendet werden. Dank der zukunftsweisenden Technik und der 5-jährigen Herstellergarantie werden Sie lange Freude an der Fritzbox 7790 haben. Unser Vorteilsangebot können Sie direkt auf unserer Internetseite bestellen. Mit Entertain TV bieten wir die Fritzbox 7790 übrigens besonders günstig an. Gern beraten Sie unsere Mitarbeiter an der Hotline auch telefonisch zur Verfügbarkeit und zu den Tarifen.